Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute nicht aus meinem Wohnzimmer. Ich bin aktuell im Urlaub, war gerade mal eben kurz mein Auto waschen. Ja Leute, und die Sneakerjagd geht natürlich auch im Urlaub weiter. Habe euch bis jetzt immer nur Schuhe gezeigt, die ich bis jetzt schon gekauft hatte und die schon bei mir zu Hause lagen. Aber wie ich die im Einzelnen kaufe und wie das überhaupt funktioniert, das habe ich euch noch nie gezeigt. Und diesmal wollte ich euch mitnehmen. Und zwar, ich habe mir einen Schuh ausgesucht, und zwar den 1er Jordan High, den Neutral Silver, also den Japan. Ja Leute, da gibt es zig Raffles, wo man sich eintragen kann. Und ja, ich werde natürlich jede Chance, die ich nutzen kann, werde ich auch nutzen. Und ja, ich werde gleich nach Hause fahren. Ich werde meinen Laptop ausklappen und ja, werde mich erstmal in alle Raffles eintragen. In der Hoffnung, dass man den da bekommt. Denn morgen früh um 9 werde ich natürlich pünktlich in der Nike-App probieren, also in der Sneakers-App probieren, den Schuh dort auch zu bekommen. Da bekommt man eh immer nur ein L. Aber egal Leute, ich probiere es auf jeden Fall für euch. Nehme euch mit, zeige euch, wie ich das mache mit meinen Accounts. Und ihr könnt mitbestimmen, welchen Weg wir überhaupt gehen sollen. Also soll ich jetzt probieren, diesen Schuh zu bekommen und im Nachhinein den zu resellen und so viel Geld wie möglich zu machen mit anstehenden Releases, also wie so ein Resell Road to Glory Vlog quasi. Oder soll ich mir einen Grail raussuchen und auf diesen Grail hinarbeiten? Also ich hätte zum Beispiel Bock auf einen Chunky Dunky, würde jetzt aber nicht gerne 1200 Euro dafür bezahlen wollen. Aber ich wäre natürlich bereit, jeden Raffle mitzumachen und jeden Schuh anzukaufen, zu verkaufen, um auf diesen Chunky Dunky hinzuarbeiten. Finde ich eigentlich auch eine geile Sache und eine geile Idee. Also da hätte ich persönlich am meisten Bock drauf. Und ja Leute, in der ersten Serie geht es jetzt allerdings erstmal darum, aus dem Retro 1er Jordan Silver, Neutral, Grey, Japan, meine Güte, die haben auch immer einen schrecklich langen Namen, diese Schuhe. Ja, aber ich will jetzt erstmal versuchen, diesen Schuh für euch erstmal zu kaufen, euch den natürlich auch wie immer vorzustellen und den natürlich mit so viel Gewinn wie möglich weiter zu verkaufen, um unser Budget aufzustocken, damit wir in den nächsten Raffles vielleicht sogar probieren können, zwei zu kaufen, anzukaufen und diese wieder zu verkaufen. Ich werde auch keinen Schuh behalten und selber tragen, Leute, versprochen, auch wenn es mir echt schwer fällt. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt, mega gespannt, wie dieses Format überhaupt bei euch ankommen wird und ja, wo die Reise dahin führen wird und ob es der Chunky Dunky wird oder ob ich einen Travis Scott mir resellen soll, oder bin da wirklich für alles offen. Und erstmal danke für euren Support an dieser Stelle und seid gespannt, bald kommt ein 500 Abonnenten Special und ja, ich muss auf jeden Fall jetzt schon lachen, weil es kommt wirklich ein richtig cooles Video. Ja, Jack Sneaker ist natürlich ein Team, wir sind ein Duo und ja, ich werde meinen Homie jetzt mal anrufen, meinen Kollegen, und ich hoffe, der ist wach. Das Gute ist, dass ich eine Freisprecheinrichtung habe im Auto, deswegen sitze ich natürlich auch noch hier. So, wollen wir den Bernie mal anrufen? Jo. Jo. Alles klar oder was? Ja, wie dir? Ja, klar. Du, ich habe eine Frage. Ja. Wie sieht's aus mit den Raffles für den 1er Jordan? Ich habe mich jetzt noch nicht überall eingetragen. Ich glaube, bei Beasten habe ich mich schon eingetragen. Wollte ich gleich machen. Ja, über nice. Na, dann mach mal und denk dran, morgen früh 9 Uhr, Nike Sneakers App, bist du dabei oder hast du irgendwie Nachtschicht oder? Ich hab morgen Spätschicht, das heißt, ich bin dabei. Ja, sehr geil. Wir können kurz nochmal telefonieren dann oder so. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir den jetzt bekommen. Du bist übrigens gerade live im YouTube-Video, Dicker, weißt du, nur damit du es weißt. Oh, hallo. Hallo. Ja, das ist die andere Stimme hinter Jack Sneaker. Alles klar, Dicker. Gut, dann sage ich erstmal, ich melde mich nachher nochmal bei dir, ob es bei mir überall geklappt hat. Gut, dann quatschen wir später nochmal einfach. Alles klar. Gut. Jo. Tschüss. Ciao. Ja, Leute, wie ihr gehört habt, er hat sich noch nicht überall eingetragen, er ist manchmal verplant, hast du mal ein bisschen, und wir sind beide eigentlich Schichtarbeiter. Ja, deswegen muss man immer fragen, wie musst du arbeiten und sowas. Ja, wie gesagt, Leute, da steckt immer ein bisschen was dahinter. Es ist nicht einfach so, hey, guck mal, der hat sich wieder die Halbschuhe gekauft und der hat immer einen Win und so. Absolut überhaupt nicht. Ich hatte in der Nike-App einen fetten Win in diesem Jahr und das war der Travis Scott Air Max, und da freue ich mich auch drüber, und den habe ich auch nicht verkauft, den stocke ich. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, ehrlich gesagt. Irgendwie war ein Grail, aber irgendwie will ich ihn jetzt auch dann doch nicht mehr so gerne. Naja, egal. Mal sehen, wie sich der Wert so entwickelt und mal gucken, vielleicht kann man den ja auch noch irgendwie mal verkaufen, und schreibt mal in die Kommentare, was ihr mit dem Travis Scott Air Max machen würdet. Nur mal so by the way. Ja, egal. Auf jeden Fall, die Raffles werden gecheckt von ihm und ich fahre jetzt nach Hause, trage mich auch in die Raffles ein und wir sehen uns gleich am Laptop wieder.
Jo Leute, ich habe mich jetzt für alle Raffles eingetragen. Ja Leute, ich habe es jetzt leider nicht alles gefilmt, wie ich mich jetzt in jeden Raffle eingetragen habe. Ist auch ein bisschen langweilig. Jedenfalls könnt ihr sehen, mein Laptop steht auf jeden Fall noch hier. Da habe ich auf jeden Fall mich vorhin, dass die SNS-Seite noch geöffnet. Da habe ich mich auf jeden Fall vorhin erstmal überall eingetragen. Eine Ewigkeit später. Jo Leute, kurz Update. Ja, den 1er Jordan Japan habe ich natürlich nicht bekommen. Überall ein fettes L kassiert. Ja, aber ich habe ja noch meinen Light Smoke Grey, den 1er Jordan High. Ich habe ihn jetzt auf StockX verkauft. Auf Kleinanzeigen hat es leider nicht so gefruchtet, wie ich das dachte. Ja, ich habe ihn jetzt für 240 Euro da verkauft und hatte einen Payout von 205 Euro oder so jetzt. Ja, hätte ein bisschen mehr sein können. Aber egal Leute, ich zeige euch es mal kurz. Hier, heute ganz spontan, mal eben den 1er Jordan verkauft. Ich liste euch das nachher oben alles auf, was wir jetzt an Gewinn gemacht haben oder was ich bis jetzt hier an Profit rausgehauen habe und gehe mit diesem Geld auf den Israfil, auf den Yeezy Boost, der jetzt am Samstag rauskommt und ich habe ihn auch schon bekommen. Und zwar beim Retail Release kann ich mir abholen gehen in Berlin am Samstag um 11.30 Uhr, glaube ich, im Store. Ja, Leute, stay tuned. Bereits angekündigt, den Israfil konnte ich mir abholen. Hier ist das gute Stück. Hab ihn zum Retail bekommen und hab auch jetzt schon einen Käufer dafür und ja, hab einen richtig guten Preis rausgehauen. Das ist jemand, den kenne ich auch. Er wollte diesen Schuh hier unbedingt haben, hat ihn selbst nicht bekommen. Ja, und hat mir jetzt trotzdem einen sehr guten Preis angeboten. Für die, die jetzt ein bisschen mitgerechnet haben, die werden auch sicherlich festgestellt haben, wie kann der sich denn für 214 Euro einen Yeezy kaufen, wenn er nur einen 205 Euro Payout bei StockX hatte? Ja, ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, ich hatte einen Payout von 240 Euro, aber ich will euch das alles mal so real erzählen, wie es auch nun mal gelaufen ist. Und ja, die haben halt so eine komischen Gebühren, die ja meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch sind auch. Das ist zwar echt stressfrei, wenn man da mal eben schnell einen Schuh flippen will und so, ist schon geil gemacht, keine Frage. Da könnt ihr auch mal immer sehen, dass gerade wenn man so ein Yeezy 350 V2 da verkaufen möchte, das ist auch immer so eine Sache, da macht man immer Minus. Deswegen, wenn ihr da irgendwie gerade ein Modell habt, was ein bisschen am Bricken ist, also was gerade ein bisschen im Wert am, na, nicht sinken ist, aber was jetzt gerade nicht so lohnenswert wäre zu verkaufen, behaltet den, lasst ihn ein bisschen im Regal stehen, legt ihn in den Karton, wie auch immer. Der wird auf jeden Fall noch ein bisschen steigen, ein bisschen was geht da auf jeden Fall noch, aber aktuell ist ja immer so ein kleines Problem. Das war jetzt nämlich bei dem 1er Jordan genau das gleiche. Der war jetzt nicht so beliebt und der war auch nicht so hoch im Resale gehandelt, aber ich habe mir jetzt gedacht, das ist ein 1er Jordan und wir fangen jetzt mal mit 169 Euro Budget halt an. Ich habe jetzt halt nochmal einen 10er oder was draufgelegt. Den habe ich auf jeden Fall locker wieder reingeholt mit dem Verkauf vom Israfil und ja, seid gespannt. Das war's. Ich bin raus. Peace.